Die Optik hat in Jena Tradition. Mit der optischen Industrie und der Optikforschung ist die Stadt weltweit hoch angesehen. Die Idee entstand mit der Ausschreibung des letzten Excellence-Wettbewerbs. Damals hat es das Universitätsinstitut nicht in die geförderten Projekte geschafft. Ein Grund war unter anderem die wenige Vernetzung mit außeruniversitären Organisationen. Deshalb soll nun ein gemeinsames Zentrum, das Abbe Center of Photonics, gegründet werden. Auf dem Beutenberg Campus plant man schon 2013 ein neues Gebäude. Die Finanzierung des Projektes läuft allein über die verschiedenen Arbeitsgruppen. Wir haben also eine Drittmittelsumme in der Optik von über 45 Millionen in 3 Jahren. Das ist also Geld, was von Deutsche Forschungsgemeinschaft, Europäische Union, Bundesministerium für Forschung und Bildung zu uns kommt. Und das sind also, wie gesagt, sind das pro Jahr ungefähr 15 Millionen. Und damit finanzieren wir das. Also wir brauchen für dieses Abbe-Center brauchen wir kein zusätzliches Geld. Das ist über die einzelnen Projekte eigentlich schon alles ausfinanziert. Mit dem Abbe Center of Photonics soll die gesamte Optikforschung in Jena abgedeckt werden. Die Arbeitsbereiche am Institut erstrecken sich von Nanooptik bis hin zu großen Lasersystemen. Damit soll ein neuer Weg für die Grundlagenforschung unter anderem in den Bereichen Medizin, Astronomie, Umwelt und Energie geebnet werden. Dafür ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft notwendig. So wird zum Beispiel angestrebt, einen engen Kontakt mit großen Firmen wie Zeiss und Jenoptik, aber auch mit mittelständischen Unternehmen zu pflegen. Die Kooperation soll es Jena ermöglichen, sich weltweit als Einheit zu präsentieren. Also sagen wir mal so ganz unbescheiden, Jena soll das Europäische Zentrum der Optikforschung werden und das Europäische Zentrum der Optikausbildung. Deshalb haben wir auch unter diesem Abbe Center of Photonics noch die Abbe School. Die Abbe School of Photonics bedeutet Masterausbildung und Doktorandenausbildung. Rund 35 Professoren und 129 Doktoranden sollen mit ihren Arbeitsgruppen das gesamte Projekt stemmen. Zurzeit befinden sich 87 Masterstudenten aus 33 Ländern an der Universität im Fachbereich Optik und Photonik.